Eiwange. Und ich bitte doch um etwas Ruhe. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger, freut mich, dass so viel Interesse an dieser politischen Debatte heute im Bayerischen Landtag ist. Wir Freien Wähler wollen Bayern schützen, und zwar vor den Gefahren, die von CETA und TTIP ausgehen. Und wir sind überzeugt, dass die Gefahren, die in diesen Freihandelsabkommen stecken, unterschätzt werden. Wir werfen der bayerischen Staatsregierung auch vor, mit diesem Thema in den letzten Jahren fahrlässig umgegangen zu sein. Ja, bis heute die Dramatik nicht zu erkennen, die hier in den Vertragstexten steckt. Auch nicht zu erkennen, ja, welche Gefahr darin besteht, eine Mehrzahl der Bürgerinnen und Bürger gegen die Demokratie aufzubringen, indem sie sich abgehängt fühlen, indem sie sagen, die da oben tun ja sowieso, was sie wollen, unsere Stimme wird ja nicht gehört. Und meine Damen und Herren, wenn derzeit rund 70% der Deutschen gegen diese Handelsabkommen sind, nur noch rund 19% dafür und der Rest sich noch nicht entschieden hat, dann ist hier ein Punkt erreicht, wo wir nicht mehr sagen können, wir machen Business as usual, machen hier weiter, das wird schon irgendwo gut gehen, bringen noch ein paar Veränderungsvorschläge ein und dann wird das schon funktionieren, so wie es auch die bayerische Staatsregierung bisher vertreten hat. Nein, jetzt ist der Punkt of no return in meinen Augen überschritten. Meine Damen und Herren, wir können diese Handelsabkommen nicht mehr so weiterverhandeln. Wir müssen hier die Stopptaste drücken und sagen, wir müssen uns neu sortieren. Wir müssen die Dinge in Ruhe ansehen und dann entscheiden, wo wir hin müssen. Ein Weiter so bei TTIP und CETA darf es nicht mehr geben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben als Freie Wähler sehr früh in die Debatte hier eingegriffen, waren die Ersten, die bei der Regierungserklärung Seehofer Ende 2013 dieses Thema auf die Tagesordnung gebracht haben und haben in der Zwischenzeit rund 14 Anträge gestellt, beginnend mit der Thematik, wie denn die Verhandlungsführung ist, dass hier mehr Transparenz nötig ist. Dann über Dinge, dass in den Bildungssektor nicht eingegriffen werden dürfe, dass in die kommunale Selbstverwaltung nicht eingegriffen werden dürfe, dass hier Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten ist, dass wir die Schiedsgerichte nicht wollen und dergleichen mehr. Diese Anträge wurden von der CSU samt und sonders abgelehnt, meine Damen und Herren. Sie waren zu keinem Zeitpunkt in den letzten Jahren für eine Debatte offen. Sie haben sich immer hingestellt und gesagt, das ist schon gut so, das bringt Arbeitsplätze. Was ihr Freien Wähler sagt, ist ja nur Panikmache, alles in Butter, alles in besten Händen. Meine Damen und Herren, Sie haben dieses Thema falsch eingeschätzt. Sie sind bis heute nicht bereit, dieses Thema mit der gebührenden Aufmerksamkeit politisch anzugehen. Und es ist vielleicht jetzt ein letzter Rettungsversuch von Ihrem Ministerpräsidenten, wenn er jetzt plötzlich von einem Veto spricht. Er würde ein Veto einlegen wollen, wenn die Transparenzbedingungen nicht funktionieren. Meine Damen und Herren, plötzlich merkt man, hoppla, man ist zu lange im falschen Zug gesessen. Hoppla, die Wähler, die Bürger sind ja ganz woanders. Wir müssen jetzt umsteuern. Meine Damen und Herren, steuern Sie um, steuern Sie schnellstmöglich um und sagen Sie ganz klar, CETA und TTIP ist so nicht unterschriftsfähig. Wir haben unsere Argumente nicht auf ideologische Basis gestellt, sondern wir haben immer ganz nüchtern uns mit der Thematik auseinandergesetzt. Deshalb wurde auch auf europäischer Ebene seitens der Freien Wähler eine Position der roten Linie vertreten. Wenn es die Grünen auch anders sehen und uns ständig vorwerfen, wir hätten hier einem TTIP zugestimmt, über das ja noch gar nicht abgestimmt worden ist, schauen wir mal, was euer Kretschmann jetzt dann macht, wenn es wirklich um die Abstimmungen geht. Wir haben uns bei der politischen Debatte immer hingestellt und gesagt, was wir wollen und was wir nicht wollen. Und wir haben eine ganze Reihe von roten Linien definiert, die ich vorher teilweise schon aufgezählt habe, die ich aber jetzt vervollständigen will. Meine Damen und Herren, was die Menschen ganz besonders berührt, ist das Thema Verbraucherschutz. Und hier sehen wir ja, dass die jüngsten Verhandlungsmethoden der Amerikaner ja fast als Erpressung angesehen werden müssen, dass es heißt, wenn ihr nicht unsere Agrarstandards
die deutlich niedriger sind als die unseren, schlucken wollt, im wahrsten Sinne des Wortes, dann werden wir euch bei der Autoindustrie schneiden und dergleichen mehr. Meine Damen und Herren, das ist kein Verhandlungsstil und das ist für uns auch nicht verhandelbar. Gesundheit, gesunde Lebensmittel. Gesundheit, gesunde Lebensmittel, Verbraucherschutz, das steht bei uns Freien Wählern ganz oben. Und deshalb fordern wir auch hier, keine Abstriche zuzulassen. Und da reicht es uns dann nicht zu sagen, ja, das würde dann ja irgendwo beschriftet und da stünde das dann ja drauf mit irgendeinem Zifferncode, den kein Mensch entziffern kann. Nein, wir sagen, solche Ware gehört nicht in unser Land, gehört nicht in unsere Regale. Das können die Amerikaner gerne behalten. Wir legen auf solche Lebensmittel keinen Wert und solche Dinge müssen in einem Handelsabkommen, wie das auch immer heißt, ganz klar ausgeschlossen werden. Gesundheit, meine Damen und Herren, ist kein Diskussionspunkt hier. Der darf nicht angetastet werden. Und wenn wir von Gesundheit reden, meine Damen und Herren, dann nenne ich auch hier den Ärztechef Montgomery, der sagt, er befürchtet eine McDonaldisierung des Gesundheitssystems in Europa. Auch das können wir nicht wollen. Wir Freien Wähler stehen für eine flächendeckende, wohnortnahe Haus- und Facharztversorgung, für eine vernünftige, ja auch kommunal überwiegend getragene Krankenhauslandschaft und keine und nicht für eine renditeorientierte Gesundheitsindustrie. Das wollen wir nicht. Und wenn führende Vertreter dieser Gesellschaft diese Dinge nicht haben wollen, wenn im Mittelstandsbereich die kleinen und mittelständischen Unternehmen mittlerweile mehrheitsfähig sagen, wir wollen das nicht. Wenn das Komitee der Katholiken TTIP und CETA ablehnen. Wenn es die Hofpfisterei ablehnt, wenn es die Molkerei Berchtesgaden ablehnt. Wenn es sehr, sehr viele gesellschaftliche Gruppen nicht mehr mittragen. Von den Gewerkschaften und so weiter auch zu reden, meine Damen und Herren. Immer mehr gesellschaftliche Gruppen gehen diesen Weg nicht mehr mit. Trotzdem sagen Sie, wir machen weiter, als wäre nichts gewesen. Und deshalb fordern wir Freien Wähler eine Volksbefragung zu diesem sehr schwerwiegenden politischen Punkt, ob denn Bayern im Bundesrat einem CETA, einem TTIP, irgendwann vielleicht einem TISA zustimmen darf, ja oder nein. Und bei der jetzigen Gefechtslage und bei der jetzigen Mehrheitsmeinung in der Bevölkerung können wir nur mit Vernunft und gesundem Menschenverstand davon abraten, hier weiterhin die grüne Flagge zu hissen, sondern Sie müssen jetzt den Daumen nach unten machen und müssen sagen, Bayern würde unter jetzigen Bedingungen im Bundesrat nicht zustimmen. Meine Aufforderung, lassen Sie die Volksbefragung zu, die wir Freien Wähler fordern. Wenn Ihr Ministerpräsident ja zur dritten Startbahn wieder und wieder Bürgerabstimmungen will, um irgendwann vielleicht das Ergebnis zu bekommen, das ihm passt oder auch nicht, oder nur um die eigene Fraktion zu disziplinieren. Meine Damen und Herren, dann fragen Sie doch lieber zu diesem Thema. Das ist ein Thema von landesweiter Bedeutung, weil Bayern im Bundesrat zustimmen muss. Also fragen Sie das bayerische Volk, was die bayerische Staatsregierung im Bundesrat tun soll. Und die Antwort, um die drücken Sie sich rum, das bayerische Volk will diese Handelsabkommen jetzt so nicht, meine Damen und Herren. Wir Freien Wähler fordern auch ein Volksbegehren und das ist auf den Weg gebracht. Da wird ab 10. Juli voraussichtlich die Sammlung der Unterschriften beginnen, gemeinsam mit vielen anderen Organisationen wie Mehr Demokratie und dergleichen. Diese Menschen machen sich Sorgen um unsere Demokratie, meine Damen und Herren. Diese Menschen sagen so nicht. Und diese Menschen sagen genauso wie wir Freie Wähler, wir brauchen ein Volksbegehren zusätzlich zur Volksbefragung. Und in diesem Volksbegehren soll der bayerischen Staatsregierung durch Gesetz untersagt werden, unter den jetzigen Bedingungen im Bundesrat einem CETA und einem TTIP zuzustimmen. Und zwar deshalb, weil hier Souveränitätsrechte verloren gehen,
Souveränitätsrechte Bayerns, Souveränitätsrechte der Kommunen aus den Händen gegeben werden. Deshalb hier die klare Position der Freien Wähler an der Seite der Bürger, an der Seite des Mittelstands, an der Seite der Verbraucher, an der Seite der Sozialstandards, an der Seite unserer bayerischen Heimat dafür zu kämpfen, dass unsere Heimat nicht ausverkauft wird von einer Staatsregierung, die sich mit diesen Themen scheinbar überhaupt noch nicht auseinandergesetzt hat. Wir kämpfen gegen diese Handelsabkommen, weil wir für unsere bayerische Heimat kämpfen, weil wir für unsere Bürger kämpfen. Und wir würden uns wünschen, Sie auf diesem Weg mitnehmen zu können. Vielen Dank und ich hoffe auf Ihre Unterstützung. Dankeschön.